Freunde der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Und ja, letzte Folge hatten wir unser neues, wo ist es denn? Da, unser neues Pferd bekommen. Und ich hatte nach einem Namen gefragt und was ist bloß los mit euch, Alter? Die meisten haben eigentlich geschrieben Lasagne. Ich meine, gut, das vorige hieß Roulade, aber Lasagne. Da war auch noch Mortadella und sowas alles bei. Es waren aber auch noch normale Namen. Warte mal, da muss man es kurz reingucken. Caruso, du bist aber weiblich, das geht also nicht. Da haben schon wieder welche Ferdinand reingeschrieben. Ferdinand! Warum? Warum Ferdinand? Herwa. Herwa, das hört sich weiblich an. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ich nehme einfach jetzt mal Herwa. Außerdem ist das jetzt, ja, man kann es recht kurz schreiben, wenn ich es wüsste. Oh Gott. Du heißt jetzt einfach mal Herwa. Herwa. So. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben oder richtig abgelesen. So, du bist jetzt Herwa. Und, oh, bei Petri. Ne, da hat auch, welche Namen geschrieben? Petrus. Ja, die Wale. Die spawnen hier vorne nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was Phase ist. Hier muss irgendwo was sein, dass die Wale nicht mehr spawnen. Also, so nah dran wohne ich eigentlich nicht. Also hier vorne, die müssten eigentlich noch erscheinen, tun sie aber nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da müsste irgendwo was platziert sein, dass sie nicht wiederkommen. Und ich weiß, ihr habt den Titel gelesen und ihr fragt euch jetzt, ach, wann sagt er denn dazu endlich was kommt? Doch, seid geduldig und ich muss jetzt mal ganz kurz einen Cut reinmachen, weil ich lesen muss. Ah, Nase. So, ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nicht mehr cutten, aber ich wollte das jetzt nicht hier wuff ins Mikro rein, das, ne, gerade für die Leute unter euch, die mit Kopfhörern arbeiten, das ist dann, ne, das wollt ihr, glaube ich, nicht. So, was ist der Plan heute? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Also, irgendwie hatte ich jetzt kurz keinen Plan. Ich muss mal kurz ins Pferd gucken, weil ich ja schon angefangen hatte, was zu tun, was ich nicht beendet haben lassen kann. Hast du noch das verrottete, da ist noch verrottetes Fleisch drin. Genau, wir haben noch Betäubungspfeile. Ich will mal gucken, ob wir einen Allosaurus ranbekommen. Ich glaube es nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Du hast ja noch Narkosemittel drin und du hast einmal nichts. Oder hast du noch was? Gib ran. Alter, was die alle rumscheißen hier den ganzen Tag. Ja, ich komme jetzt zum Thema. Ich sehe es immer wieder in den Kommentaren, es wird nach dem TLC 2 gefragt. Und momentan kann man da keine wirkliche Antwort drauf kriegen. Selbst im ARK-Forum, wo eigentlich die Posts drin sind für Dingsbums, wisst schon, für Patchnotes und so weiter. Da war vor einer Woche, stand noch drin Mitte April. Ne? Und ihr wisst, Mitte April ist schon, ja, ist eine Weile her, Mitte April. Und irritiert mich auch ein kleines bisschen. Momentan sind für die Xbox One stehen die Patch Notes drinnen. Lass mich lügen, ich muss mal ganz kurz selber schauen. Sorry, dass ich jetzt so unvorbereitet hier reingehe. Xbox One Patch Notes. Da stehen sie drinne. Voraussichtlich in der Woche vom 23. bis 29. Es ist ja diese Woche. Aber bei PlayStation steht nicht drin. Es könnte natürlich durchaus sein, dass es auf beide bezogen sind. Also das kann sein, dass es diese Woche kommt. Hofft bitte nicht drauf. Also das ist immer so ein Ding. Ihr wisst es, wie es abläuft. Wir haben jedes Mal irgendwelche Patchnotes angegeben, also ich auch. Haben dann immer gesagt, ja, dann kommt das, bis ich es dann irgendwann sein lassen habe. Andere YouTuber haben dann auch gesagt, ja, es kommt dann. Dann haben viele mich gefragt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und dann kam das Datum immer, alle hatten Unrecht und ich hatte mich gut rausgehalten, weil ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Und ja, ist momentan, muss ich ehrlich sagen, komm, den Scheiß können wir wegwerfen. Es ist momentan echt kacke. Man weiß nicht, ach, ich habe das Kristall noch drin, warte mal, das pack ich mal ganz kurz weg. Man weiß momentan echt nicht, wo man ist. Weil ich meine, auf dem PC, die Patches kommen immer pünktlich. Passt immer. Ich will ja nicht hier gleich irgendwelchen Mist erzählen. Aber auf PlayStation, da zieht sich langsam ein bisschen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ob die jetzt, ob Studio Wildcard keine Lust mehr hat. Aber
Waren jetzt, glaube ich, auch im amerikanischen Bereich. Sind jetzt, haben viele jetzt berichtet, Ark ist tot. Also, es ist kaum noch Interesse, sei es der Spielerschaft, sei es der YouTuber. Und man merkt es auch selber. Ich erkläre es aber gleich, pass auf. Es gibt so viele Server. Schaut einfach mal bei der Suche rein, bei private PC-Sessions, also hier auf der Konsole. Also, da könnt ihr reinschauen, wie viele Server. Sind Unmengen. Unmengen an 10, ja, 10 Slot-Server. Alle Server sind leer. Da ist nichts mal los. Die meisten haben darüber berichtet, dass irgendwie gesagt, ja, Ark ist tot, Ark ist tot. Das stimmt nicht so ganz. Das Spiel wird wirklich auf den Konsolen, gerade auf den Konsolen, auf PC schon weniger. Auf Konsolen wird es doch noch relativ häufig gespielt. Ich kann es nur so sagen, es liegt am Wetter. Ich weiß, das hört sich jetzt richtig blöde an, aber es liegt am Wetter. Wenn das Wetter schön ist, ne, dann wird draußen gespielt. Und nicht heim vor der Konsole, wenn es zu warm ist. Das wird im Sommer genauso sein. Im Sommer würden, ja, Multiplayer-Spiele, wie diese hier, wird's... Ach, der Vulkan bricht aus. Da wird großteils tote Hose sein, Freunde. Das ist halt so. Wenn es draußen schön ist, was willst du denn drinnen hocken und zocken? Guck mal! Ja, viele haben auch, sorry, wenn ich kurz überschwecke, gefragt, warum sind da so viele bunte Tiere bei dir hier auf dem Server? Bei uns ist immer noch das Oster-Event, wir haben das nicht abgeschaltet. Deswegen haben wir immer noch überall bunte Tiere irgendwo rumschwirren. Steht da? So. Stimmt, ich muss mal ein bisschen was essen hier. Ich bin nämlich ein bisschen ausgehungert. Wollen wir uns kurz gucken, ob wir noch hier irgendwo welche schönen Tiere haben, die wir noch ranzähmen können. Ich will bald umziehen. Ja, ich ziehe bald auch um. Brauch bloß noch ein bisschen Material und muss auch mit dem Level noch ein kleines bisschen steigen. Petri, du kannst mal... Du kriegst jetzt noch erstmal ein bisschen Ausdauer drauf, ihr Pfeffert. Am besten wäre es, wenn ich irgendwo ein Tier hier oben hätte. Das könnte ich nämlich die Schlucht runterrutschen lassen. Und dann könnte ich die da unten drinnen zähmen. Muss uns bloß mal umschauen, was hier in der Nähe ist. Vorne ist noch eine Kartoffel. Ja, wie gesagt, macht euch da groß keine Gedanken. Ark ist nicht tot an sich. Es ist einfach nur geiles Wetter draußen und da haben die Leute keinen Bock drin zu zocken. Also, jetzt fragt euch, hey, was hast du denn da geguckt? Gebt mal einfach mal bei YouTube Ark PS4 ein und guckt mal, nicht jetzt meine Videos, sondern scrollt mal ein bisschen runter. Da sind auch die englischsprachigen YouTuber und die berichten da so ein kleines bisschen drüber. Informiere mich ja gerne, wenn ich irgendwo Informationen zwecks auch dem, nicht dem TLC, sondern auch dem späteren DLC für euch ranbekommen will, damit ihr auch seht, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Lande doch mal da oben, wo ich dir das sage. Guck dir mal den Quetz an, der ist pink. Du nicht. Ja, wie gesagt, also, ich versuche mich da immer noch so ein teils bisschen zu informieren und an euch ranzubringen. Und... So, ich muss wieder niesen. So, ach Mann. Wie gesagt, es wird noch lange weitergehen. Und ja, ich muss heute ist wirklich Frage-Antwort-Video. Wann kommt wieder Scorched Earth? Wird bestimmt wieder in den Kommentaren stehen. Momentan, Mann, hör doch mal auf hier. Flieg doch mal weiter, du blödes Vieh. Ich brauche einen Petri. Bei mir ist es aber so, wie ich Bock habe. So wie ich Bock habe, möchte ich auch spielen und spiele ich auch, was ich will. Verstehst du? Wenn ich sage, okay, ich habe heute die nächsten zwei Tage nur Bock auf Ragnarok, dann zocke ich nur auf Ragnarok. Und wenn ich Bock auf Scorched Earth habe, dann gehe ich rüber zu Scorched Earth. Muss auch mal die Lust dazu haben. So, ich muss das blöde Vieh jetzt nach Hause fliegen, das macht keinen Sinn. Und heute kein Alo da. Gestern alles voll mit den blöden Viechern gewesen. Und heute ist wieder tote Hose. Das ist doch wieder total für den Arsch. Ich bin ja eigentlich nur rumnüllen die ganze Zeit. So, fliegen wir mal zurück. Streife ich mit dem Pferd kurz übers Land. Ich bräuchte unbedingt, klingt mir so ein Haar in der Fresse, noch ein bisschen, nicht Kibbel, sondern ich brauche Kuchen. Mit Kuchen könnte ich nämlich, Ausdauer alle. Stimmt, das Vieh muss ich auch mal füttern, ne? Müsste irgendwas Großes töten, wo viel, viel Fleisch dran ist und dass ich auch gleichzeitig noch, ach komm, wir töten einfach ein paar Dodos. Mann, ich vergesse das immer. Normalerweise ist das so schnell aufgeladen.
Und man kann sofort weiterfliegen, aber hier, aber auf unserem Server dauert das ein bisschen länger, weil wir fast Vanille-Einstellungen haben. Fast. Nicht komplett. Die nicht wissen, was Vanilla ist. Standardeinstellung. Kein Boost oder so. Zumindest keinen großen. So. Jetzt aber bitte. Flieg jetzt endlich mal bis da runter. Ich will doch einfach nur mit dem Vieh nach Hause. Kleinen Rundflug gemacht, keine Alus mehr da. Und wenn ich sie nicht brauche, dann sind sie da. Und dann. Aber hart, ne? Wo wohne ich denn nochmal? Da, ich wohne ja da. Ich will zum Vulkan. Man nimmt jetzt einfach mal das Pferd. Ich weiß, die ganze Folge sinnlos rumgeflogen, aber ich wollte ja noch ein paar Infos an euch verteilen. Bevor es dann heißt, ach, da steht was im Titel, was gar nicht stimmt. Clickbait! So. Ach, gut. Ich muss erstmal ein, zwei Dodos töten. Ich weiß, die armen Dodos. Ihr seht, die haben immer noch Hasenohren auf. Ich könnte das natürlich auch einfach einfacher machen. Einfach auf die einprügeln. Alter, Level 100. Was sind denn das hier immer für hammerkrasse Dodos? Ja, ein bisschen Leder brauche ich erstmal. Jetzt drehen sie wieder alle durch hier. Stopp, stirb, stirb. Komm! Ich könnte natürlich auch den Trike töten. Aber ich glaube, der tötet eher wieder mich. Huch, falsche Taste. Warte. Trampelt noch drauf rum. So. Petri, du kriegst jetzt erstmal was zu fressen. Du brauchst gar nicht so weit, du brauchst gar nicht so fröhlich vor dich hin und her rennen hier. So, komm ein bisschen ran. Und ich mach's einfach mal. Ich werde meine Bude jetzt erstmal hier ein bisschen größer aufbauen. Bis wir ein bisschen fortgeschrittener sind und dann. Ich will jetzt das Pferd mit Fleisch füttern. So, komm. Dann mach ich die Bude erstmal hier ein bisschen größer, dass wir uns aufbauen können und zieh später um. Ist dann halt so. Vielleicht bekomme ich noch irgendwann Besuch. Irgendwann wollte die Zwiebel auch mal vorbeikommen. Aber ich glaube, der hat irgendwie immer noch Probleme mit seinem Router. So. Rüber. Du bist eh der einzige Fleischfresser hier momentan, ne? Die anderen Biester müssen auch nochmal füttern. Ich mach bald einen Trog. Bald. Nicht sofort, sondern bald. So, wir haben ja noch Material bekommen von den anderen. Den anderen. Machen wir erstmal noch ein paar Foundations hier. Die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Komm, ach, leck mich hart am Arsch. Abriss. Weg mit dem ganzen Scheiß. So. Das ist dumm, dass unsere Wale nicht da sind. Ich brauche tote Wale, Freunde. So weit. Jetzt kracht ihr die ganze Bude zusammen, oder? Reparieren? Nein. Sehr beständig. Beständiges Material, Freunde. So, Abriss. Müsste aber langsam mal runterfallen. Stimmt hier nicht. Tür! Guck mal weg. Nicht entsperren. Weg. Und hier das Dach mal nicht. Ich komme immer wieder. Na endlich! Mann! Da glotzen sie blöde. Siehst du das? So. Die Wand muss, glaube ich, auch nochmal weg. Wir müssen nämlich ein kleines bisschen expandieren hier. Und ich habe hier ein Level-Up. Warte. Das machen wir mal. Ich mache nochmal ein kleines bisschen Gesundheit. Der Rest können wir uns dann später ausmalen. So. Was mache ich denn schon wieder? Foundation. Komm mal hier runter. Machen wir mal statt der Fackel hin. Noch ist es ja hell. So. So. Und hinten auch noch ein bisschen. Komm. Machen wir ein kleines bisschen hier. Wir machen so eine riesengroße, viereckige Kachelbude. Es sieht immer scheiße aus. Also wenn du wirklich nur ein Viereck baust, aber wir brauchen erstmal nur mal den Grund. Und später können wir dann noch alles umändern. Aber Hauptsache erstmal ein kleines bisschen... Kleines bisschen schöner bauen. So irgendwas hinbauen, dass alle in meine Fenster reingucken können. Falsche Taste. Und. Warte, machen wir mal. Nicht den Schrank. Da noch eins hin. Gegen die Wand könnten wir eigentlich auch noch gucken. So. Hier. So, da können wir aus allen Richtungen zumindest das Teil ein bisschen rausgucken. Ich weiß, das ist jetzt total langweilig. Wenn ich denke. Oh, warum macht der denn gerade das? Macht doch was anderes. Zähm irgendwas. Kommt doch noch, Freunde. Immer mit der Ruhe. Ihr müsst viel ruhiger werden. Jetzt sagt gerade der Richtige, ich weiß. So. Rüber. Ja, Jabber, da guckst du, ne? So, ich brauche echt bald den Trog. Weil die Viecher verrecken mir irgendwann. So. 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 So.
Ja, wenn ich nochmal so sage, dann komme ich mir blöde vor. So, da brauchen wir ja kein... Ich hab's wieder gesagt. Da brauchen wir ja kein Fenster. Dann haben wir die Brett... Scheiße. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Keine Tür da oben, Mama. Nee, ja, funktioniert ja auch nicht. Achso, erstmal, wo wir gerade gesagt haben, die Tür. So, da oben könnte ich noch mehrere Fenster. Sieht dann aber auch scheiße aus. Davon habe ich auch wieder zu wenig. Holzdach. So, 1, 2, 3. Alter, das Vieh. Ach, stimmt. Ich farm noch mal ganz kurz ein bisschen Holz ran. Eigentlich habe ich noch genug Holz, aber man kann nie genug haben. Und ich muss ein paar Beeren ranpflücken, weil mir die Tiere hier langsam echt verrecken. Was kostet denn der Trog? Wir gucken mal ganz kurz. Den habe ich noch gar nicht gelernt, weil ich blöde bin. So, T-R-O. Trog. Futtertrog. Da brauchen wir Fasern, Holz, Metal und Stroh. So, das ist ja kein Problem. Wegen Fasern, ja, ne, da kann ich, eigentlich den Trike nehmen können. Ich glaube, der Trike, der farmt ja auch Fasern. Hä? Hab ich jetzt nichts bekommen? Zwei Major Berries! Fürs Pferd farmen! Was ist denn hier los? Da kriege ich ja so mehr. Kann das sein, dass das Pferd kaputt ist? Der farbt nur noch Major Berries. Das ist ganz schön wenig. Admins, was habt ihr getan? Jetzt auf einmal. Pferd ist kaputt, Freunde. Warte mal. Der müsste doch, mit 200. Mit 200 Nahkampfschaden müsste der eigentlich ordentlich schon fahren können. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen mehr. Wer weiß, was da los war. Ich glaube, mein Pferd hat einfach nur einen Schatten, glaube ich. So. Also ich war jetzt ein kleines bisschen verdutzt, Freunde. Das war mir jetzt suspekt. So, komm mal her hier. Noch ein bisschen Stroh. Ja, ich sag ja Vanille-Einstellung, ne? Aber so Vanille muss das natürlich jetzt nicht sein. So, gehen wir noch ein bisschen her. Dann machen wir die Bude jetzt heute mal fertig. Und da muss ich erstmal auf eure Kommentare dann warten. Zwecks, was ihr momentan von dieser, ja, Update-Politik haltet. Weil ich meine, im simplen Fall, also wenn man so denkt und so sieht... Es ist ja das gleiche Spiel wie auf dem PC. Ein bisschen abgespeckt halt. Also, na gut, Konsolen. Eigentlich nicht. Die Konsolen. Ich hätte mich fast verquatscht. Die Konsolen, ja, heutzutage, sei es Xbox One und PlayStation, die sind ja momentan alle jetzt momentan gleich aufgebaut. Radeon-Grafikkarte und AMD-CPU und schieß mich tot. Die sind momentan echt gleich aufgebaut, wie ein PC auch. Und. Deswegen verstehe ich das nicht, warum das immer so hinterherhängt. Gut, sie müssen das Spiel natürlich ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen für die Konsolen optimieren, damit das besser läuft und so weiter und so fort. Aber ich sehe da nicht ja, dieses Hindernis, da ein paar Texturen an den Tieren zu ändern. Meine Meinung. Und gut, Mod-Support, das liegt echt nicht an Studio Wildcard oder sonst irgendwas. Das liegt wirklich an Sony. Sony sagt, nö, gibt keinen Mod-Support, dann bekommen wir auch keinen. So ist da das Live. So, fehlt jetzt immer noch Holz. Kommen wir hier oben durch. Aber ich packe mal ein bisschen was weg. Ich bin nämlich hier total überfüllt. Gut, ich hätte auch mal die Pfeile hier wegpacken können. Ich packe die mal. Die sind nämlich schon wieder viel zu schwer. So, dann haben wir noch ein bisschen Holz in der Tasche. Ich glaube, Mr. Trike, Sir... Ach, du hast ja auch noch hier Wände drin. Ich bin manchmal, ach, fast immer. Ich bin total immer verballert. Das ist immer so, wenn du versuchst zu sprechen,
Also du versuchst ja hier Konversation zu führen und in die Kamera zu schauen, wie ein richtiger YouTuber das vielleicht machen sollte. Ich bin halt keiner, ne? Dann bist du einfach total out of order. Dann bist du hier total verplant. Du willst irgendwas machen, verisst es. Weil du wieder Themen hattest, wo du dich total aufregen kannst. Schnauze jetzt. Oh, jetzt kacken sie alle. Jetzt ist es vorbei. So. Der Trog. Warte. Den will ich noch machen. Oder war da auch einer drin gewesen? Jetzt prüfe ich das erst. Jetzt wird erst geprüft, dann wird geklotzt. Kompostbehälter. Ist schon mal ein Anfang. Kleines Beet ist auch schon was Feines. Wasserzeug. Haben sie alles dran gedacht? Wahnsinn. Denken mehr ans Ich da dran. So, Trog. Prüfer. T-R-O. Wo ist er denn? Trog. Futtertrog. Fasern. Lalalala. Wir müssten eigentlich alles haben. Eigentlich. Ich glaube, ein bisschen Metall fehlt noch. Holz. Stroh. Wir haben auch noch ein kleines bisschen Holz. Ja, den Rest müssten wir eigentlich bis auf das Holz müssten wir eigentlich alles haben. Ich glaube, das kleine bisschen Metall. Gut, das kann ich am nächsten Stein irgendwo ranholen. Stroh. Fasern. Ja, ich weiß, ich gucke zu oft. Warum kannst du das nicht merken? T-R-O nochmal. So, Metall und Holz. Das ist wieder. Ja, ich überziehe die Folge ein bisschen. Ist wurscht. Wir wollen es aber fertig kriegen, sonst hängt alles wieder. Oder hängt ja wieder nur hinterher oder auf. Jetzt packt das Ding wieder aus. Hört sich falsch an. Ich hätte ein kleines bisschen. Komm, gib mir ein ganz kleines bisschen Metall. Ganz kleines bisschen. Bitte. Der Ockel. Der Ockel. Da war Metall. Hast du gesehen? Hab einen bekommen. 5. Jetzt haben wir 6er. Ich gehe mal an den Hügel ran. Es geht vielleicht manchmal ein bisschen besser. Den Baum nehmen wir nochmal ganz kurz mit. Und gleich bin ich wieder total überladen. Ja, man sieht, es hat geklappt. 6. Ach. Wir können gleich die Steine nochmal weg. Bike noch gleich. Steine weg. Da bist du ein kleines bisschen schneller. Jetzt gib mir Metal. Na? Lässt sich direkt gerade wieder voll auf. Also ich muss schon sagen, ne, wo kann man auch mal nebenbei machen. Ich hatte ja vorher die normale PlayStation, jetzt bin ich auf die Pro umgerüstet. Da, ein Metall, noch eins fehlt. Die Pro ist sowas von hart laut. Das Ding ist, das hört sich an wie ein Triebwerk, was angeht auf einmal. Sobald ein kleines bisschen mehr Anforderungen ist, dann boop. Also so, kann das nicht mehr im Mund, sorry. Das Ding geht ab wie, ach, nee, schlimm. So, T-R-O. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt nur noch das Holz. Mach hier ganz kurz die Steine hier aus der Tasche, sonst komme ich hier nicht voran. So, 37 Holz haben wir. Ein bisschen brauche ich noch. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. Überladen. Komm. Ich muss mich jetzt zwischen die beiden Bäume stellen, dass ich links und rechts zuschlagen kann. Oder schmeiß einfach irgendwas ganz kurz weg und sammel es danach wieder ein. So. Ah, oh, warum kriege ich denn hier nur 16 Holz raus? Mann, das ist ja zum Kotzen. Ja, es ist zum Kotzen, aber ich wollte es so. Ich wollte es so, dass es hier nicht wieder total übertrieben wird und dass sich jeder Einzelne dann auf einmal mit 2 Schlägen auf den Baum, ne, ihr wisst. So. Prüfen. Wie viel fahren wir? 130. Ach, ich vergesse es immer wieder. T-R-O. Da ist er. Gott. Wird hergestellt. Frag mich sowieso, wo die Metallklumpen da drinnen sein sollen. Ich meine, mit geschmolzenem Metall kann ich mir das vorstellen, dass das im Trog ist. Aber so, ne. Ach, stimmt. Die Werkbank müssen wir noch machen. Und wir müssen noch... Ach, wir müssen da noch so viel Quatsch machen. Futtertrog, bitte einmal... Ich gehe noch vors Pferd. Komm, leck mir am Arsch. Stellen wir hier mal ein bisschen in die Ecke. Weiß, Wortwahl ist heute wieder super. Superb, wie ich das immer im Internet lese.
Pferd. So. Gib mir mein Herz zurück. Major Berries. Die anderen Bären auch nochmal. Und den Rest, den kannst du dir in deinen Boppes stecken. So. Und da werde ich mir auch bald dran machen, dass wir noch mal ein bisschen Gemüse farmen können. Was ist hier so schwer? Piefen. Was? Warte mal. Überladen sein. Tagesbeschäftigung bei Ark. Was machen Sie? Ich bin überladen. So. Ja, ihr habt meinen Stammnamen jetzt auch mal gesehen. Wir sind nämlich die Saftsäcke. Eine R kann man hier nicht schreiben bei Ark. Warum aus nicht? Das ist Diskriminierung gegen R und Ö. So, meins hier. Da fängt es an zu regnen. Meins hier, Folgenbäuschen, Freunde. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Hast du rein? Mach's gut. Ciao.